Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Jurassic World Evolution 2 Video. Es wird sich häufig von euch gewünscht, dass wir mal wieder ein paar Dinosaurierkämpfe machen. Und heute ist es soweit. Wir finden nämlich in diesem Video mal heraus, welcher der stärkste Hybride im Spiel ist. Und dafür haben wir als allererstes mal den Indominus Rex jetzt hier. Die sind übrigens alle unmodifiziert, beziehungsweise haben keine Modifikationen drin, die irgendwie den Angriff oder die Verteidigung stärker machen. Sowas wie aggressiv oder so haben die halt schon drin, aber das verändert ja nicht die Kampfeigenschaften. Das ist halt irgendwie ein bisschen standardmäßig bei den Hybriden, dass sie aggressiv sind und Kohabilitationsprobleme haben. Und als nächstes haben wir den Indoraptor mit einem richtig knalligen roten Skin. Der ist natürlich von der Körpergröße viel kleiner, aber dafür agiler. Aber einer fehlt ja noch. Das ist natürlich der Scorpius Rex. Mit seinen richtig langen, überstehenden Zähnen. Das ist so ein Zwischending aus Indominus Rex und Indoraptor von der Körpergröße. Ich glaube, das wird jetzt ein richtig spannender Kampf werden. Die Kämpfe sind aktiviert. Und ich bin jetzt gespannt, wer hier als erstes aufeinander losgeht. Und es sieht ganz so aus, als wenn es der Scorpius gegen den Indominus Rex ist. Was natürlich sehr, sehr schlecht ist für den Indominus, weil der Scorpius Rex hat giftige Stacheln am Körper. Das heißt, selbst wenn er sich hier durchsetzt, wird er hier vergiftet werden, vermutlich. Ja, da ist er schon vergiftet. So schnell geht das, wenn man einmal von den Stacheln getroffen wird. Dann regeneriert man auch nicht mehr. Dann geht das Leben nämlich mit der Zeit runter. Oh, die haben sich jetzt jeweils zweimal getroffen. Sind auch beide jetzt blutig. Aber scheint so, als hätte sich der Indominus Rex durchgesetzt. Zumindest rennt der Scorpius vor ihm weg. Der Indoraptor guckt sich das Ganze schön gemütlich an. Der kann halt gleich seine Chance dann vermutlich nutzen. Oh. Geht's hier schon weiter? Ne, okay, die haben sich nur einmal angeschrien. Hätte mich auch gewundert, wenn es so schnell weitergeht. Wir checken mal kurz das Leben. Da haben wir ja 60% beim Indominus Rex. Aber er ist halt vergiftet, ne? Hier sieht man es auch. Vergiftet, Gesundheitsverlust. Das heißt, mit der Zeit sinkt jetzt das Leben vom Indominus. Das ist natürlich ein großer Vorteil von dem Scorpius. Weil der hat zwar mehr Schaden bekommen, aber der heilt sich. Und der Indoraptor hat natürlich alles richtig gemacht. Das muss man einfach sagen. Ich weiß gar nicht, ob die wieder gesund werden mit der Zeit. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, man müsste da wirklich mit einem Ranger-Team kommen. Aber das gehört halt zum Battle dazu. Muss man einfach mal sagen. Jetzt sieht es hier ganz danach aus, als wenn Indominus Rex jetzt gegen den Indoraptor kämpft. Der Indoraptor ist natürlich noch fit. Der hat sich ja vorne rausgehalten. Ja, und Indominus Rex geht jetzt auch direkt down. Also der hat hier direkt den Finisher bekommen. Ist natürlich richtig gut für den Indoraptor, ne? Der hat jetzt auch keinen Schaden kassiert. Und muss jetzt nur noch im 1 gegen 1 gegen den angeschlagenen Scorpius ran. Kämpfen jetzt aber, glaube ich, noch nicht. Das
Scorpius ist aber immer noch blutüberströmt. Würde mich mal interessieren, wie viel Leben der hat. Ah, 85. Also der ist auch schon wieder fast voll geheilt. Es wird gleich ein spannendes Finale werden. Beide sind jetzt übrigens wieder bei 100%. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt hier gleich losgeht. Die beiden sind auf jeden Fall kampfbereit. Und den ersten Treffer landet der Indoraptor. Oh, und das war's. Da verpisst sich der Scorpius schon. Aber der Indoraptor blutet jetzt auch. Der wurde doch gar nicht getroffen. Das verstehe ich nicht. Der hat einen kleinen Bruch von seiner eigenen Attacke davongetragen. Aber ich glaube, ein kleiner Bruch verheilt wieder, oder? Okay, heilt von selbst. Oh, es geht direkt weiter. 72% beim Scorpius Rex. Interessant. Okay, dem sich wieder nur kurz angefaucht. Aber noch ist der Indominus Rex, sag ich schon, Indoraptor nicht vergiftet. Sobald er vergiftet ist, spielt natürlich die Zeit auch eine sehr, sehr große Rolle. Gift ist halt wirklich eine fiese Waffe. Und der Scorpius, der heilt jetzt gerade schön vor sich hin. Und der Kampf geht jetzt, glaube ich, weiter. Und damit ist der Indoraptor vergiftet. Hat jetzt auch die Stacheln abbekommen. Landet jetzt aber auch ein Treffer. Aber der muss natürlich jetzt zusehen, dass er hier zu einem Ende das Ganze bringt. Er kassiert jetzt hier nochmal die Stacheln. Aber trifft den Scorpius auch nochmal. Aber jetzt ist die Zeit natürlich gegen den Indoraptor, weil er halt vergiftet ist. Der Scorpius wird wahrscheinlich jetzt einfach vor sich hin regenerieren und der Indoraptor verliert halt Leben. Der muss sich jetzt echt dranhalten. Oh, was macht er jetzt? Er schreit ihn hier nochmal richtig ins Ohr. Oh, einen größeren Bruch hat er auch noch. 28% Gesundheit und 80% beim Scorpius Rex. Oha. Warum ist der so viel stärker? Der hat ja fast gar keinen Schaden bekommen. Ja, beide legen sich jetzt hin. Ich weiß nicht, ob der hier nochmal aufwacht. Der hat halt jetzt einen großen Bruch und ist vergiftet. Also viel schlimmer geht's gar nicht. Ich spule mal vor. Das Leben, das sinkt jetzt auch. Es könnte halt gleich echt passieren, dass er einfach so stirbt. Wäre ziemlich lame, aber so ist das halt in dem Battle. Der Scorpius hat halt seine Waffen gut genutzt. Doch, er wacht nochmal auf. Komm, jetzt kämpft nochmal gegeneinander. Wir wollen nicht so ein langweiliges Ende. 15% nur noch. Und der Scorpius schläft da schön vor sich hin. Das gibt's doch nicht. 100%. Also ich glaube, wir können uns schon sicher sein, wer hier gewinnt. Aber wir sehen, glaube ich, jetzt nochmal einen Finishing Move. Das ist schön. Wäre langweilig, wenn nicht. Der letzte Schrei vom Indoraptor. Und da fliegt er. Und das war's mit dem hybriden Battle Royale. Der Gewinner ist der Scorpius Rex mit seinen Giftstacheln. War auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kampf. Und ich könnte mir vorstellen, dass der auch genau anders für zum Beispiel den Indoraptor oder den Indominus Rex ausgehen kann. Kommt halt ein bisschen immer darauf an, wer wann gegen wen kämpft. Aber ich glaube, der Scorpius Rex hat einfach einen sehr, sehr großen Vorteil dadurch, dass er halt Giftstacheln hat. Das macht ihn halt so viel gefährlicher im Kampf. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen.
Falls ja, lasst ein Like da. Falls ihr Ideen habt für einen weiteren Dinosaurierkampf, schreibt ihn gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.